What a joy to be here this morning. Was für eine Freude, heute Morgen hier zu sein. Thank you for inviting us to be with you this morning. Danke, dass ihr uns eingeladen habt, heute Morgen bei euch zu sein. This is my beautiful wife on the surface of the earth. Das ist meine Frau, die schönste Frau auf dieser Erde. She was desperate for a handsome brown boy. Ja, sie war hoffnungslos auf der Suche nach einem gut aussehenden braunen Jungen. She has to travel all the way to India to find this handsome boy. Und sie musste ganz nach Indien reisen, um diesen gut aussehenden Jungen zu finden. And we are here to celebrate Jesus, friends. Und wir sind heute hier, um Jesus zu feiern, Freunde. We all believe in the same God, sister. Wir glauben alle an denselben Gott, Schwester. He is Jesus. Es ist Jesus. He is the King of Kings. Er ist der König der Könige. He is the Lord of Lords. Und der Herr der Herren. He is Alpha and Omega. Er ist Alpha und Omega. He is the beginning and the end. Er ist Anfang und Ende. And he is our Savior. Und er ist unser Retter. And he is our friend. Und er ist unser Freund. And he is our brother. Und er ist unser Bruder. Amen. Amen. Okay. Before I start sharing. Bevor ich die Botschaft teile. This boy, tall boy, needed help to find a beautiful godly wife for him. Ja, dieser große Junge hat Hilfe gebraucht, eine gottesfürchtige Frau zu finden. So we were in a church in Achim. Und wir waren in einer Gemeinde in Achim, in der Stadt Achim. And we were sitting in the front. We went there to preach the word. Wir waren eingeladen, das Wort zu predigen. Wir saßen in der ersten Reihe. And we saw this beautiful girl. Und wir haben dieses wunderschöne Mädchen gesehen. Worshipping the Lord. Und sie hat den Herrn angebetet. She forgot herself. Und sie hat ganz vergessen, dass sie in einer Kirche ist. She, with all her heart, mind and soul, she's loving Jesus, worshipping Jesus. Und sie liebt Jesus von ganzem Herzen, hat ihn angebetet. And my wife, sitting by my side, meine Frau, die sitzt neben mir. She said she would be good for Michael. Und sie sagt, das wäre eine gute Frau für den Michael. She is tall. Die ist groß. She is beautiful. Sie ist schön. And she loves Jesus. Und sie liebt Jesus. And I'm like, I'm in trouble now. Und ich denke, oh, ich bin, glaube ich, in Schwierigkeiten. How can we make it happen? Ja, wie können wir das möglich machen? And we asked this boy. Und wir haben mit diesem Jungen gesprochen. And this boy says, that's not the kind of girl I want. Er sagt, na, diese Art Mädchen mag ich nicht so gern. I want the short girl. Ich möchte ein kleines Mädchen. Black hair. Mit schwarzen Haaren. We talked to that girl. Dann haben wir mit diesem Mädchen gesprochen. And she says, nein. Und sie sagt, nein, ich habe kein Interesse. That's not the kind of boy I want. Das ist nicht der Art von Junge, den ich mag. And we said, just pray about it. Und wir haben gesagt, bete doch einfach mal darüber. You would not believe, friends. Ihr werdet es nicht glauben, Freunde. We have to take her all the way to India to talk to her about Michael. Und dann, als sie in Indien war, habe ich mir mit ihr über den Michael gesprochen. I'm so proud of that. Und jetzt letztendlich bin ich sehr stolz auf sie. They love Jesus with all their hearts. Sie lieben Jesus mit ganzem Herzen. And they are the leaders of Love and Care Ministries, Deutschland and Europe. Und das sind die Leiter von Love and Care Ministries in Deutschland und Europa. And I'm so thankful they heard from the Lord. Und ich bin so dankbar, dass sie Gottes Stimme gehört haben. And they were married. Und vor 7 Jahren haben sie geheiratet. And we have Amadea, our grandbaby. Und jetzt haben wir auch ein kleines Enkeltöchterchen, die Amadea. Oh, so thank you guys. You can go. Also vielen Dank. Du darfst dich wieder hinsetzen. So our time here, just introducing ourselves to you guys. Also, wir sind zum ersten Mal hier. Wir stellen uns einfach mal kurz vor. And here is my wife. Und das ist meine liebe Frau. Oh ja. Ja.
Guten Morgen, liebe deutsche Gemeinde. Good morning. Okay. Yeah, it's very good to be here. Sehr schön hier zu sein. Pastor's wife said she heard our story many years ago. Ja, die Frau des Pastors sagte, sie hat unsere Geschichte vor vielen Jahren schon einmal gehört. And it encouraged her. Und es hat sie ermutigt. To wait for the Lord's timing. Auf die Zeitpunkte des Herrn zu warten. And yeah, God knows what is best for us. Und Gott weiß, was das Beste für uns ist. And I prayed for at least 6 years God would show me who my husband was. Ich habe mindestens 6 Jahre gebetet, dass Gott mir zeigt, wer mein Ehemann ist. I said, I'm not going to date, Lord. Show me who I should marry. Ich habe gesagt, Herr, ich werde keine Dates eingehen. Ich zeig du mir, wen ich heiraten soll. And God was faithful. Und Gott war treu. And God also put India in my heart. Und Gott hat mir Indien aufs Herz gelegt. Sorry, I'm... Thank you. Yeah. And yeah, I grew up in a German Baptist church. Ich bin in einer deutschen Baptistengemeinde aufgewachsen. I was 7 when I gave my heart to the Lord. Ich war 7, als ich mein Herz dem Herrn gegeben habe. In Canada. Also ich bin in einer deutschen Baptistengemeinde aufgewachsen, aber in Kanada. Yeah, my parents are from Germany. Meine Eltern kommen aus Deutschland. And I was 10 when I was baptized. Und mit 10 Jahren wurde ich getauft. When I was 12, I told my mom I'll be a missionary someday. Und als ich 12 Jahre alt war, habe ich meiner Mama gesagt, eines Tages werde ich Missionarin sein. And then I always said to the Lord, I'll go wherever you want me to go, I'll do whatever you want me to do. Und ich habe immer zum Herrn gesagt, ich werde überall hingehen, wo du möchtest, und ich werde alles tun, was du möchtest. And the Lord was faithful to do that. Er hat das getan mit meinem Leben. And then God put India on my heart in 1996. Und 96 hat der Herr Indien auf mein Herz gelegt. And I didn't know any place to go. I didn't know any Indian organizations. Ich kannte keine Inder, keine Organisation aus Indien. And then this man came to Canada and spoke at a church. Und dann kam dieser Mann nach Kanada und hat in einer Gemeinde gepredigt. And he gave an invitation, come to India and serve with Loving Care Ministries. Und er hat eine Einladung gegeben, sagt, kommt nach Indien und dient mit Love and Care. And God showed me so clearly I should go there. Und Gott hat mir so klar gezeigt, ich soll dorthin gehen. I went there 97 January. 97 im Januar war ich dort. Thinking I'll go for 3 years, I'll see what else God has for me after that. Und habe gesagt, 3 Jahre werde ich jetzt in Indien sein und mal sehen, was danach kommt. When I got off the plane, God spoke to me, you're at home. Und als ich auf dem Flugzeug rausgegangen bin, hat der Herr zu mir gesprochen, du bist zu Hause. And then after 3 weeks, God burden my heart to pray for him. Und nach 3 Wochen hat mir der Herr das so aufs Herz gelegt, für ihn zu beten. I heard his first wife had passed away before that with cancer. Und ich habe gehört, dass seine erste Frau mit Krebs verstorben ist. He had 2 kids. Er hatte schon 2 Kinder mit ihr. And after 3 weeks, I was praying for him and even started praying for a wife for him. Und wie gesagt, nach 3 Wochen habe ich angefangen, für ihn zu beten und auch für eine Frau für ihn gebetet. Careful what you pray for, guys. Seid vorsichtig, was ihr betet, Leute. And then on the 3rd day, God spoke to me and said, he's your husband. Und am 3. Tag hat er ganz klar zu mir gesprochen, er ist dein Mann. I'm in trouble now. Jetzt habe ich Probleme. And such peace and joy filled my heart. Und so ein Frieden, so eine Freude ist an mein Herz gekommen. And then he needed to know he was my husband. Ja, jetzt musste nur noch er noch wissen, dass er auch mein Mann ist. So the next day I was asking the Lord, should I tell him this? Und am nächsten Tag habe ich den Herrn gefragt, soll ich ihm das einfach sagen? And the Lord set it up that we had a flat tire and we were alone. Und der Herr hat das so gemacht, dass wir in einem Auto unterwegs waren. Wir waren beide zusammen in einem Auto. Unser Auto hatte einen Platten und dann war die perfekte Zeit zu sprechen. And then I didn't waste any time. I said, last night God told me you're my husband. Und ich habe keine Zeit verschwendet. Ich habe gesagt, letzte Nacht hat der Herr zu mir gesprochen, du bist mein Mann. She did. Sie hat das wirklich gemacht. And he said, yes, okay. Und er hat gesagt, okay. No, after his first wife passed away, he didn't want to marry again. Nachdem seine erste Frau verstorben war, wollte er nicht mehr heiraten. He wanted to be alone with Jesus the rest of his life. Er wollte allein mit Jesus sein und dem Herrn dienen. And he had a lot of pressure in India because they have arranged marriages. Aber er hatte viel Druck in Indien, weil in Indien arrangieren sie die Ehen.
And other pastors said, you need a wife. It's not good to be alone as the leader of a ministry. Und andere Pastoren haben gesagt, es ist wichtig für dich, dass du eine Frau hast. Es ist nicht gut, alleine im Dienst zu sein. And he prayed a prayer he thought was impossible for God to answer. Und dann hat er einfach ein Gebet gebetet, wo er dachte, das wird Gott sowieso nie beantworten. Then he would know he didn't have to marry. Und dann kann er allen sagen, ich habe gebetet, ich brauche nicht mehr heiraten. He said, Lord, if I should marry again. Und gesagt, Herr, wenn ich wieder heiraten soll, she should be white-skinned, dann soll sie weiß sein, blonde-haired, blonde Haare haben, blue-eyed, blaue Augen, and come and ask me. Und komm und mich fragen. I thought that's an impossible target to God, that it would never happen, and I'll be happy single the rest of my life. Also ich dachte, das wird nie im Leben wird das passieren, und ich kann einfach happy single bleiben und Jesus dienen. And now he's happy married. Und jetzt ist er glücklich verheiratet. Yes, 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 yes. So that's how God brought us together for his purposes, for the kingdom. Ja, so hat der Herr uns zusammengebracht für seine Ziele, seine Zwecke. I've been in India 27 years. Ich bin jetzt seit 27 Jahren in Indien. Seen amazing things. Hab großartige Dinge gesehen. I saw India transformed through the gospel. Gesehen, wie sich Indien durch das Evangelium transformiert. When I went, there was only huts and so much poverty in our area. Und als ich hin bin, gab's nur Hütten und so viel Armut in unserer Gegend. And we went door to door sharing the gospel. Und wir sind von Tür zu Tür gegangen, haben das Evangelium geteilt. And now you cannot find a hut. Und jetzt findet man keine Hütte mehr. God blessed the land. Gott hat die Gegend so gesegnet. And blessed with churches everywhere. So viele Kirchen gesegnet. God blessed India through the gospel. Gott hat Indien durch das Evangelium gesegnet. And we started coming to Germany 2001. Und 2001 haben wir angefangen nach Deutschland and zu kommen. It's a privilege to be serving here in this nation. That's my parents' nation. Und es ist ein Privileg, dass wir hier dienen dürfen in diesem Land, was das Heimatland meiner Eltern ist. And we're excited for what God is doing here as well. Ja, und wir freuen uns und sind gespannt zu sehen, was der Herr hier tut. So, thank you for having us this morning. Also vielen Dank, dass wir heute Morgen bei euch sein dürfen. God bless you. Gott segne euch. I know there are two books written on my life. Ich weiß, es gibt zwei Bücher, die über mein Leben geschrieben wurden. But I have to be honest with you. Aber ich muss ehrlich mit euch sein. I didn't write the book. Ich habe diese Bücher nicht geschrieben. None of the books are written by me. Keins von beiden habe ich geschrieben. I'm not that smart. So gescheit bin ich nicht. Two American friends of me. Zwei amerikanische Freunde von mir. And they wrote these books. Sie haben diese Bücher geschrieben. And one of them is translated into Deutsch. Und eins ist ins Deutsche übersetzt. And I think we do have some books. Und wir haben hier gleich, wenn ihr den nächsten Raum geht, einige Bücher ausliegen. And we don't sell the books. Wir verkaufen die nicht. You know why? Wisst ihr warum? You guys cannot buy my life. My life is too expensive. Ihr könnt mein Leben nicht kaufen. Mein Leben ist zu teuer. Das könnte keiner bezahlen. I want the message to go. Ich möchte, dass die Botschaft ausgeht. Message is more important than money. Die Botschaft ist wichtiger als das Geld. We did not pay anything for Jesus for shedding his blood on the cross. Wir haben Jesus nicht dafür bezahlt, dass er sein Blut für uns am Kreuz vergießt. We don't have to pay any money. Wir müssen ihm nichts bezahlen. For Jesus for dying on the cross. Dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. That's why. Deshalb. Freely, freely you have received. Freely, freely give. Go in my name, and because you believe, others may know that I live. God forgave my sins in Jesus' name. Born again in Jesus' name. And in Jesus' name I come to you. To share his love, yes, he told me so. For he said, freely, freely you have received,
freely, freely give. These books are available at the back. Ja, diese Bücher könnt ihr euch gerne da hinten mitnehmen. Please take it freely. Nehmt es kostenlos. And share Jesus with other people. Und teilt Jesus mit anderen Leuten. I'm amazed to see Pastor Henrik and his heart for the Lord. Ja, ich freue mich so sehr, Pastor Heinrich und sein Herz für den Herrn zu sehen. And thank you, thank you, thank you. Danke, danke, danke. I saw him at the right time. Ich habe ihn zur rechten Zeit gesehen. Thank you for taking us to the behind the doors. Danke, dass du uns mit nach hinten genommen hast. And he was crying and praying. Er hat geweint und gebetet. He is the man of power. Er ist ein Mann der Kraft. He is the source of light. Da ist eine Quelle des Lichtes. He is the leader. Er ist der Leiter. A leader always raises up leaders. Ein Leiter bringt immer andere Leiter hervor. A leader is never alone. Ein Leiter ist nie allein. Father sent Jesus alone. Vater hat Jesus allein gesandt. But Jesus raised disciples. Aber Jesus hat Jünger gemacht. Making disciples is the heart of God. Jünger zu machen ist das Herz Gottes. I am privileged to be here in a church where pastor has the vision to raise up leaders, discipling people. Es ist ein Privileg, hier zu sein in einer Kirche, wo ein Pastor eine Vision hat, Jünger zu machen und Menschen zu leitern. And I don't travel to raise money around the world. Ich gehe nicht umher und reise, um Geld zu machen. I travel because God is sending me. Ich komme, weil Gott mich sendet. God is sending me to share his heart for the dying world. Gott sendet mich, um sein Herz zu teilen für die sterbende Welt. I stopped counting the nations after 60 countries. Nach 60 Ländern habe ich aufgehört, die Länder zu zählen. God took me around the world. Gott hat mich in so viele Länder gebracht. Not because I have a great education. Nicht, weil ich eine wunderbare Bildung habe. Not because I'm a great man. Nicht, weil ich ein großartiger Mann bin. You would be shocked to know where I came from. Ihr werdet schockiert sein, zu wissen, woher ich komme. India is a great country. Indien ist ein großartiges Land. It's the largest democratic country in the world. Die größte Demokratie der Welt. And we have 1.4 billion people living in India. Und wir haben 1,4 Milliarden Menschen, die in Indien leben. Until last year, bis letztes Jahr, China was the number one in India, in the world. War China das meistbevölkerte Land der Welt. But I have a good news for you. Aber ich habe gute Nachrichten für euch. India is number one in the population in the world today. Jetzt ist Indien das meistbevölkerte Land der Erde. 50% of our population is 25 and age, the young people. Also 50% unserer Bevölkerung sind unter 25 Jahren. The most manpower in the world is India. Die meiste Manpower ist in Indien. India is a country of religions. Und Indien ist ein Land von Religionen. So we have so many religions. Wir haben so viele Religionen. And India is also a country of the languages. Und Indien ist auch ein Land der Sprachen. You would not believe if I tell you how many languages we have in India. Ihr werdet nicht glauben, wenn ich euch sage, wie viele Sprachen wir in Indien haben. We have 1632. Wir haben 1632 Sprachen. India is divided with the religions and the languages. Indien ist sehr zerteilt in Religionen und Sprachen. Every state in India. Jedes Bundesland in Indien. We have a different language. Haben wir eine andere Sprache. Different culture. Eine andere Kultur sogar. Different food habits. Unterschiedliche Essensgewohnheiten. But we don't need a passport to go to the other state. Aber wir brauchen keinen Reisepass, wenn wir ins andere Bundesland wollen. We have all freedom in India. Wir haben alle Freiheit in Indien. I love India. Ich liebe Indien. Because God brought me from there. Weil Gott hat mich dorthin gepflanzt. We also have the caste system. Aber in Indien haben wir auch das Kastensystem. Like a grade. Das ist, wie Menschen werden in Ränge eingeteilt. There are thousands of them. Und es gibt tausende Kasten. The least caste. Und die unterste Kaste is called untouchables. Heißt die Unberührbaren. I am from that caste. Und ich komme aus dieser Kaste. As I was growing up, so wie ich aufgewachsen bin, everything I know, alles, was ich kannte, hurt, war Schmerz, pain, Leid, suffering, Leiden, hunger, Hunger, untouchability. Und dass mich keiner anfassen wollte.
I never felt loved as I was growing up. Ich habe mich nie geliebt gefühlt, als ich aufgewachsen bin. All the untouchables, they live in a small communities. Alle Unberührbaren, sie leben in kleinen Gemeinschaften. And we work for the rich community. Und wir arbeiten für die Reichen. And we don't own anything. Und wir besitzen nichts. And my family. Und meine Familie was a hut. Die lebte in einer Hütte. As one room hut. Es war eine Hütte mit einem einzigen Zimmer. You can show the picture. Actually, we have five children. Und ich hatte vier Geschwister. Mama and Papa. Und Mama und Papa. We all live in the same room. Wir haben alle im gleichen Raum gelebt. And we had no beds. Wir hatten keine Betten. We all sleep on the floor. Wir schlafen auf dem Boden. It's a dirt floor. Es ist ein Erdboden. When it rains, und wenn es geregnet hat, it rain inside the house also. Dann hat es ins Haus hineingeregnet. We have monsoon. Wir haben Monsunzeiten. We call it rains 3 months. 3 Monate lang regnet es. Many times. Und sehr oft. We could not even sleep on the floor. Konnten wir nicht mal auf dem Boden schlafen. 2-3 days in a week. Und 2-3 Tage in der Woche. I grew up with no food. Hatte ich nichts zu essen. That's my hut. Das ist meine Hütte. When I was 10 years old, als ich 10 Jahre alt war, I was going to school. Da war ich auf dem Weg zur Schule. Our community was never allowed to go to school before. Und ja, wir aus unserer Kaste, wir durften nicht zur Schule gehen. But the Canadian missionaries came to India. Aber kanadische Missionare kamen nach Indien. They did 2 things. Und sie haben 2 Dinge gemacht. Education and health. Sie haben sich gekümmert um Bildung und um Gesundheit. Thank you, white people. Danke euch weißen Menschen. You know why I say that? Wisst ihr, warum ich das sage? You sent so many missionaries. Weil ihr so viele Missionare ausgesandt to habt. India, to Africa. Nach Indien, nach Afrika. And many of them. Und so viele von ihnen never came back to your country. Sind nicht wieder zurückgekommen in ihr eigenes Land. Because we have the tombs there. Weil wir haben ihre Gräber in Indien. And all your sacrifices. Und alle eure Opfer, die ihr gebracht habt. It's worth. Die waren es wert. Danke, danke, danke. Thank you, thank you, for thank you. For all the missionaries. Für all die Missionare. He was a missionary in India. Er war ein Missionar in Indien. They started a small school in our community. Und sie haben eine kleine Schule gestartet in unserem Ort. That's why I could be able to go to school. Und nur deshalb konnte ich zur Schule gehen. When I was walking to the school one day. Und als ich eines Tages in die Schule gelaufen bin. I could not walk because I was so weak. Da konnte ich nicht mehr weitergehen, weil ich so schwach war. And I was fainted by the side of the road. Und ich bin zusammengebrochen, bewusstlos geworden am Straßenrand. Many times it happens. Und es ist oft passiert. But after some time I get up. Aber nach einiger Zeit stehe ich and wieder I auf. Walk again. Und ich kann weitergehen. And sit down. Und ich setze mich hin. And walk again. Und ich gehe weiter. That's how I used to, because I was so weak. Weil ich so schwach war, so habe ich gelebt. But that day. Aber an diesem Tag. I fall down on the street. Da bin ich hingefallen. I was almost dying. Und ich wäre fast gestorben. I would have died. Ich wäre gestorben. If it is not for that man and his wife. Wenn ich jetzt ein Mann und seine Frau gewesen wäre. There is a video. Es gibt ein Video. But it's in English. Aber es ist auf Englisch. This man went to be with the Lord. Dieser Mann ist nun beim Herrn. Last May. Im letzten Mai ist er. At the age of 88. Nach Hause gegangen, im Alter von 88 Jahren. And I was in Canada that time. Und ich war zu dieser Zeit in Kanada. And Friday we are giving hot dogs in Canada. Und freitags verteilen wir Hot Dogs auf der Straße an die Leute. And I got the email from his wife that he passed away. Und ich habe eine E-Mail bekommen von seiner Frau, dass er verstorben ist. When I read that, und als ich das gelesen habe, I told my wife, babe, I want to go there. Habe ich meiner Frau gesagt, babe, lass uns hinfahren. He lives in Nova Scotia, Canada. In Nova Scotia hat er gelebt. And Saturday she brought the ticket. Samstag haben wir das Ticket gekauft. Sunday I had to preach in Winnipeg. Sonntag habe ich gepredigt in Winnipeg. And we drove straight to airport. Und danach sind wir direkt zum Flughafen gefahren. And flew to Halifax. Und sind nach Halifax geflogen. And I attended the funeral. Und dort war ich bei der Beerdigung. They let me carry the casket. Und sie haben mir erlaubt, Teil der Sargträger zu sein. I felt so honored, Pastor Henrik. Es war so eine Ehre für mich, Pastor Henrik. That I could carry his casket. Dass ich seinen Sarg tragen durfte. I don't know, you have that video, babe. Okay. So, when we went there, we had an amazing time. Also, wir hatten eine wundervolle Zeit dort.
they were going in a jeep, he and his wife, when also they were in India. Er und seine Frau, als sie in Indien waren, sind sie in einem Jeep vorbeigefahren an der Straße, wo ich lag. They saw me like a dead boy by the side of the road. Und sie haben mich gesehen wie einen toten Jungen, der auf der Straße lag. Many of my people saw me. Viele meiner Leute haben mich gesehen. They didn't want to touch me. Aber sie wollten mich nicht berühren. Because I was poor, untouchable. Weil ich arm war und unberührbar. But for a white man. Aber für diesen weisen Mann. He got down the jeep. Er ist ausgestiegen aus seinem he Auto. Came and touched me. Er kam und hat mich berührt. He carried me in his hands. Er hat mich aufgehoben in seine Hände. He took me to the hospital. Hat mich ins Krankenhaus gebracht. He took care of me. Und hat sich um mich gekümmert. We read Good Samaritan story in the Bible. In der Bibel lesen wir vom barmherzigen Samariter. But thank God, there are still good Samaritans. Gott sei Dank haben wir immer noch barmherzige Samariter. For everybody, I was an untouchable boy. Für alle war ich ein unberührbarer Junge. For him, aber I was a divine appointment from God. War ich eine göttliche Fügung von Gott. If I am alive today, wenn ich heute lebe, it's because of that man. Es ist wegen diesem Mann. When I was 11, als ich 11 Jahre alt war, I became a communist. Bin ich ein Kommunist geworden. I signed with my blood. Ich habe mit meinem Blut unterschrieben. Because I wanted to bring social revolution in the nation of India. Ich wollte eine soziale Revolution in Indien bringen. Only reason. Der einzige Grund. Was I want to be loved. Weil ich geliebt werden wollte. I want to be treated as a normal human being. Ich wollte behandelt werden wie ein normaler Mensch. I see what my community was going through. Ich habe gesehen, was die Leute mich herum durchgemacht haben. I wanted to give a hope to my people. Und ich wollte meinen Leuten eine Hoffnung geben. When I was 16, als ich 16 Jahre alt war, my loving mother was sick with the left knee swollen. Meine so liebevolle Mama war sehr krank, sie hatte ein geschwollenes Knie. My dad has no money to take her to the hospital. Und mein Papa hatte kein Geld, sie ins Krankenhaus zu bringen. All mamas. Alle Mamas. Can you raise your hands, all mamas? Könnt ihr eure Hände heben? All papas. Alle Papas. Can we all clap for our mamas? Können wir für unsere Mamas klatschen? Mamas are loving. Mamas sind liebevoll. Mamas. Are very sacrificial. Und Mamas sind so aufopferungsvoll. Mamas suffer so much. Und Mamas leiden so viel. From the day baby in the belly. Seit dem Moment, wo das Baby im Bauch anfängt zu wachsen. The problem starts for Mama. Und fängt das Problem für die Mama an. Mama has to carry the baby in the belly. Mama muss das Kind im Bauch tragen. Baby grows. Und das Baby wächst. Belly grows. Und der Bauch wächst. Mama cannot walk normal. Und die Mama kann nicht mehr normal laufen. Mama has to walk like this. Mama muss so laufen. Because of the baby in the belly. Wegen dem Baby im Bauch. Mama cannot jump. Mama kann nicht mehr springen. Mama cannot run. Mama kann nicht mehr rennen. All children. Alle Kinder. Be thankful for mamas and papas. Seid euren Mama und Papa dankbar. Especially Mama. Besonders für die Mama. Bible says, honor your parents. Die Bibel sagt, wir sollen unsere Eltern ehren. I read, ich habe gelesen, the greatest pain in the whole world, der größte Schmerz in der ganzen Welt is when Mama brings out the baby from her belly into the world. Ist, wenn eine Frau das Kind gebiert. When the baby cry, wenn das Kind schreit, Mama forgets all pain. Aber dann vergisst die Mama den ganzen Schmerz. You see smile on the face of Mama when the baby come out and cry. Und du siehst das Lächeln auf dem Gesicht von der Mama, wenn das Kind da ist. My mom was also poor mom but loving mom. Meine Mama war eine arme Mama, aber eine sehr liebevolle Mama. She had a pain. Und sie hat eine Infektion in ihrem Knie Day gehabt. Day and night, my mom used to cry with pain. Und Tag und Nacht hat meine Mama geweint vor Schmerzen. My dad has no money to take her to the hospital. Und mein Papa hatte kein Geld, sie ins Krankenhaus zu bringen. Left her to die in my heart. Und er musste sie in der Hütte lassen, bis sie gestorben ist. I watched my mom dying in my heart. Ich habe zugesehen, wie meine Mama in unserer Hütte gestorben ist. It was hard for me. Es war so schwer für mich. I couldn't imagine my mom dying like that. Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Mama wirklich gestorben ist. I was so angry. Und ich bin so wütend geworden. Angry on myself. Ja, wütend auf mich. Angry on God. Wütend auf Gott. Angry on the society. Wütend auf die Gesellschaft. I went into gangs. Und ich bin in Gangs gegangen.
I cannot tell you some things what I did. Ich kann einige Sachen euch gar nicht erzählen, was ich gemacht habe. I saw blood of many people. Aber ich habe Blut von vielen Menschen gesehen. I trained people for Communist Party to fight against the rich. Ich habe angefangen, Leute zu auszubilden in den Gangs, um gegen die Reichen zu kämpfen. The philosophy of communism in India. Und die Philosophie vom Kommunismus in Indien ist: Kill the rich. Töte die Reichen. Feed the poor. Und gib den Armen zu essen. That was very appealing to me. Und das hat sich für mich gut angehört. I liked that. Ich habe das gemocht. I wanted to take revenge on the society. Ich wollte mich revanchieren an dieser Gesellschaft. Until I was 23 and half. Und bis ich 23 und halb Jahre alt war, I was involved doing that. War ich in diesen Gangs. But my dad, aber mein Papa, was a Christian. Er war ein Christ. My name was given by my dad. Mein Papa hat mir meinen Namen gegeben. Thank you, Papas. Danke, Papas. For all the pain you take for your families. Ja, all den Schmerz, den ihr auf euch nehmt für eure Familien. All the extra hours you work to take care of your family. All die extra Stunden, die ihr arbeitet, um euch um eure Familien zu kümmern. My dad was a praying man. Mein Papa war ein betender Mann. My daddy was the only untouchable man in our community who gave his heart to the Lord. Ja, in unserer Gemeinschaft war er der einzige Mann, der sein Leben Jesus gegeben hat. He was beaten up. Und dafür wurde er geschlagen. He was excommunicated. Die haben ihn rausgeworfen. How do I know? Woher weiß ich das? That happened before I was born. Es ist passiert, bevor ich geboren wurde. After I was born, nachdem ich geboren wurde, my dad showed me the scars on his body. Da hat er mir die Narben auf seinem Körper gezeigt. Because he was beaten for his faith in Christ. Weil er so geschlagen wurde für seinen Glauben an Christus. But he never gave up on Jesus. Aber er hat Jesus nie aufgegeben. Friends, Jesus is not a religion. Freunde, Jesus ist keine Religion. I want to share four things with you this morning. Vier Dinge möchte ich euch sagen heute Morgen. Number one. Nummer eins. Calling. Berufung. Number two. Nummer zwei. Clarity. Klarheit. Number three. Nummer drei. Commitment. Hingabe. Number four, Nummer vier, confirmation. Bestätigung. You will hear these as I'm sharing. So wie ich rede, werdet ihr diese vier Worte wieder hören. God called my dad. Gott hat meinen Papa gerufen. He was like a Hindu priest for a untouchable community. Er war ein Hindu-Priester gewesen für unsere unberührbaren Gemeinschaft. He used to worship monkey as God. Und sie haben eine Affenstatue als Gott angebetet. He was named after monkey. Und er wurde nach diesem Gott, nach diesem Affengott benannt. But he heard the gospel first time. Aber dann hat er zum ersten Mal das Evangelium gehört. Through another Baptist missionary from Canada. Durch einen anderen Missionar, einen Baptistenmissionar aus Kanada. Friends, Freunde, Bible says, die Bibel sagt, Gospel is the power of God unto salvation. Das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung. There is power in the name of Jesus. Da ist Kraft in dem Namen von Jesus. There is power in the blood of Jesus. Kraft in dem Blut von Jesus. There's a power in the resurrection of Jesus. Und da ist Kraft in der Auferstehung von Jesus. When you talk to people about Jesus, wenn du Leuten von Jesus erzählst, there is power. Da ist Kraft. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power. In the precious blood of the Lamb. Amen. Amen. Jesus is not a religion. Jesus ist keine Religion. Jesus is power. Jesus ist Kraft. Jesus is salvation. Und Jesus ist Errettung. Jesus is looking for friends. Und Jesus sucht nach Freunden. So when my dad heard the name of Jesus first time in his life. Also als mein Papa zum ersten Mal in seinem Leben den Namen Jesus gehört hat. Father in heaven opened his heart. Hat der Vater im Himmel sein Herz geöffnet. My father became a Christian. Mein Papa ist ein Christ geworden. And I come as the last son. Und ich bin geboren worden als letztes Kind. And he gave me the name Jesus Foot. Und er hat mir den Namen gegeben, Fuß Jesu. I heard about Jesus from my childhood. Von meiner Kindheit habe ich von Jesus gehört. He told me, son. Er hat mir gesagt, mein Sohn. Jesus loves you. Jesus liebt dich. He died for you. Er ist für dich gestorben. And you must serve him. Und du musst ihm dienen. I heard all my life. Ich habe das mein ganzes Leben lang gehört. Until I became a communist. Bis ich ein Kommunist geworden bin. Gang leader. Und ein Gangleiter. My dad was very disappointed. Und mein Papa war sehr enttäuscht. But never gave up on me. Aber er hat mich nie aufgegeben.
When I was 23 and a half, als ich 23 und ein halb Jahre alt war, I was sitting in the chair, saß ich auf einem Stuhl, looked towards the sky und habe in den day. Himmel geschaut. You would not believe. Und ihr könnt nicht glauben. If it is not for that day, wenn es diesen Tag nicht gäbe, you should have never seen me here. Würdet ihr mich hier niemals sehen. I read Bible to prove Bible is wrong. Ich habe die Bibel gelesen, um zu beweisen, dass sie falsch ist. I converted some of the Christian youth to be the communist and train them for gangs. Ich habe einige christliche Jugendlichen zum Kommunismus konvertiert und sie in Gangs ausgebildet. I know the story. Ich kannte die Geschichte. I never believed it. Aber ich habe sie nie geglaubt. That day I was sitting in the chair. Aber an diesem Tag saß ich auf einem Stuhl. Looked towards the sky. Habe in den Himmel geschaut. Around 1:30 in the noon time. Und zwischen 1:30 am Mittag. I was sitting and I saw in the sky a shape of a man hanging on the cross. Sah ich im Himmel die Umrisse von einem Mann, der am Kreuz hängt. I didn't see his face. Ich habe sein Gesicht nicht gesehen. I don't know, brother, if he has a beard. Ich weiß nicht, Bruder, ob er einen Bart hatte. I don't know if he has a long hair. Oder lange oder kurze Haare. I didn't see that. Das habe ich nicht gesehen. Just a shape of a man hanging on the cross. Aber ganz klar die Umrisse eines Mannes, der am Kreuz hing. Then I thought it could be Jesus. Dann habe ich gedacht, das könnte Jesus sein. I heard the story. Ich habe die Geschichte gehört. I read the story. Ich habe die Geschichte gelesen. Then my communist brain said, und dann sagt mein kommunistisches Gehirn mir, No. Nein. That's what imagination. Du bildest dir das nur ein. And I thought to myself, und ich dachte mir, why am I imagining that? Warum stelle ich mir das vor? The thing disappeared. Dann ist es weggegangen. But that's not the end of the story. Aber das war nicht das Ende. I saw something else. Ich habe etwas anderes gesehen. I saw the hand. Ich habe die Hand gesehen. Just up to here. Bis hierhin. I saw five fingers. Ich habe fünf Finger gesehen. Yes, clear, as you see my fingers. So klar, wie ihr meine Finger sehen könnt. And I saw the nail in his hand. Und ich habe den Nagel in seiner Hand gesehen. And I saw blood drop after drop. A gang leader. And ein Gangleiter. A murderer. Ein Mörder. Was watching the blood drops coming down. Gesehen, wie das Blut runtertropft von seiner Hand. It shocked me. Und es hat mich schockiert. I wanted to see it. Ich wollte das weitersehen. But it disappeared. Aber es ist auch verschwunden. I was so disappointed. Und ich war so enttäuscht. But that's not the end of the story. Aber das ist noch nicht das Ende. I heard a male audible voice. Yes, clear. Yes, you hear my voice this morning. Ich habe eine männliche hörbare Stimme gehört, so deutlich wie er meine Stimme hört. He didn't call me a murderer. Er hat mich nicht Mörder genannt. He didn't call me a gang leader. Oder ein Gangleiter. He didn't call me an alcoholic. Oder Alkoholiker. He called me son. Er hat mich Sohn genannt. He said, son. Er hat gesagt, mein Sohn. I did all this for you. Ich habe all das für dich getan. What would you do for me? Was wirst du für mich tun? If it is not for that son, Pastor Heinrich, wenn das nicht gewesen wäre, Pastor Heinrich, you should have never seen me today. Dann hättet ihr mich heute nicht gesehen. That word, son, dieses Wort Sohn broke my heart, hat mein Herz zerbrochen. Brought tears to my eyes. Hat mir Tränen in die Augen gebracht. I was sitting there, ich war da gesessen, crying like a baby. Geweint wie ein Baby. The conviction of the sin came over me. Und die Überführung der Sünde kam über mich. I don't know how long I sat there. Ich weiß nicht, wie lange ich dort saß. Maybe half an hour or 45 minutes or 1 hour, I don't know. I didn't look at my watch. Halbe Stunde oder eine Stunde, ich weiß es nicht genau. After I stopped crying, nachdem ich aufgehört habe zu weinen, spontaneously few words came out of my mouth. Kamen spontan ein paar Worte aus meinem Mund. I said, God, ich habe gesagt, Gott, you exist. Du existierst. Jesus, Jesus, you are God. Du bist Gott. I believe in you. Ich glaube an dich. And I will tell my people that you are God. Und ich werde meinem Volk sagen, dass du Gott bist. Till the last breath of my life. Bis zu meinem letzten Atemzug. I got up from there. Ich bin aufgestanden. I was listening to my dad's words again. Und ich habe die Worte meines Papas gehört. Papas, Mamas. Papas, Mamas. Grandpapas. Opas. Your prayers will never be wasted. Und Omas, eure Gebete werden nie verschwendet sein. Keep talking. Redet weiter.
Keep talking to your children, grandchildren. Erzählt weiter euren Kindern, Enkelkindern von Jesus. I was listening to my dad's words again. Ich habe die Worte meines Papas wieder gehört. Son, Jesus loves you. Mein Sohn Jesus liebt dich. He died for you. Er ist für dich gestorben. You must serve him. Du musst ihm dienen. And what did missionary did for me? Was der Missionar für mich gemacht hat. Came back to my remembrance. Ich habe mich daran erinnert. When I remembered that. Und als ich das erinnert habe. Something inside of me was telling me. Hat mir etwas in mir drinne gesagt. That's God's love. Das ist Gottes Liebe. That's God's love. Das ist Gottes Liebe. Sometimes friends. Manchmal Freunde. We don't understand God's love. Verstehen wir die Liebe Gottes nicht. That's why we misunderstand. Deswegen missverstehen wir. That's what it happened to me. Das ist mir passiert. I didn't understand God's love. Ich habe Gottes Liebe nicht verstanden. I thought having no food is a sign of love. Ich dachte, kein Essen zu haben, ist das Gottes Liebe? So viel Schmerz und Leid zu erleben, ist das Gottes Liebe? Und deswegen kam ich zu dem Schluss, es kann keinen Gott geben. When I got up from there, from the chair, aber als ich aufgestanden bin von diesem Stuhl, the first thought that hit me, der erste Gedanke, der kam, we have millions of people in India. Wir haben Millionen von Menschen in Indien. And so many millions never heard this name. Und so viele haben diesen Namen noch nicht gehört. We have 330 million so-called gods and goddesses in India. Wir haben in Indien über 340 Millionen verschiedene Götzen und Götzinnen. People worship all these idols. Und Leute beten diese Götzen an. They want God. Sie wollen Gott. But they don't know who is true and living God. Aber sie wissen nicht, wer der wahre lebendige Gott ist. They all worship these idols. Alle beten diese Götzen an. And I thought, I mean, they need to hear this. Und ich habe gedacht, sie müssen das hören. I got up from the chair. Ich bin aufgestanden. And went to the street corner. Und bin an die Straßenecke gegangen. I was a known communist leader in my city of 3.5 million people. Und ich war ein sehr bekannter kommunistischer Leiter in meiner Stadt mit 3,5 Millionen Menschen. I was a known communist activist. Und ich war bekannt für meine kommunistischen Aktivitäten. I went to the street corner. Und ich bin an die Straßenecke gegangen. I clapped and called people. Und ich habe so Lärm gemacht und gesagt, Leute, kommt, hört mir zu. And they know me that I'll be talking about communism. Und sie wussten, ich werde jetzt was vom Kommunismus erzählen. But that day, aber an diesem Tag, I was not talking about communism. Habe ich nicht über Kommunismus gesprochen. I told them, ich habe ihnen gesagt, to believe in Jesus. Glaubt an Jesus. Jesus is God. Jesus ist Gott. When I told them, und als ich ihnen das gesagt habe, not believe, dann werden sie nicht glauben. They thought I lost my mind. Sie haben gedacht, ich bin verrückt geworden. I'm still crazy for Jesus, ich bin friends. Immer noch heute verrückt für Jesus, Freunde. I would rather be crazy in the eyes of the people than in the eyes of God. Ich bin lieber verrückt in den Augen der Menschen als in den Augen Gottes. And when I started talking to them, und als ich ihnen von Jesus erzählt habe, they could believe it. Sie konnten es nicht glauben. What is he talking? Was redet er? He's a communist leader. Er ist ein kommunistischer Leiter. He's talking about God. Er spricht über Gott. And some of my friends, close friends, und einige meiner engen Freunde, tried to take me to doctor. Die wollten mich zum Arzt mitnehmen. To take me to the psychiatrician. Dass ich einen Psychologen sehen kann, einen Psychiater. Because they thought I lost my mind. Weil sie dachten, ich bin wirklich verrückt geworden. And I told them. Und ich habe ihnen gesagt, friends, you don't Freunde, understand. Ihr versteht es nicht. Something amazing happened to me. Es ist etwas Wundervolles mir passiert. God is calling friends. Gott ruft Freunde. God is in the business of calling. Gott ist dabei, Menschen zu rufen. He said, all you have heavy laden. Er sagt, alle, die ihr mühselig und beladen seid, come unto me. Kommt zu mir. I give you rest. Und ich werde euch Ruhe geben. I give you peace. Ich werde euch Frieden geben. I give you eternal life. Ich werde euch ewiges Leben geben. I will take you to heaven. Ich werde euch in den Himmel mitnehmen. God is calling. Gott ruft. Can you hear God's call this morning? Kannst du Gottes Ruf heute Morgen hören? Honestly, tenderly, Jesus is calling. Calling for you and for me. God never stops calling. Gott hört nicht auf zu rufen. You know why, my friends? Wisst ihr warum, Freunde? Because he loves us. Weil er uns liebt. He loves us. Er liebt uns. Whether you believe or don't believe. Ob ihr es glaubt oder nicht glaubt. He loves us. Er liebt uns. How did he show it to us? Wie hat er es uns gezeigt? Clarity. Klarheit.
He sent his son Jesus. Er hat seinen Sohn Jesus gesandt. For God so loved the world. So sehr hat Gott die Welt geliebt. He sent his son. Er hat seinen Sohn gesandt. To die for you and for me. Für dich und für mich zu sterben. Jesus being crucified. Jesus wurde gekreuzigt. It's not just a story, my friend. Es ist keine Geschichte. It's true. Es ist die Wahrheit. It's real. Es ist die Realität. That day. An diesem Tag. My journey with Jesus started. Hat mein Weg mit Jesus angefangen. Never stopped. Und nie aufgehört. It will never stop. Und er wird nie aufhören. Until God calls me home. Bis Jesus mich nach Hause ruft. Next picture. Das nächste Foto. And by God's grace. Durch Gottes Gnade. We started ministries in many countries. Wir haben in vielen Ländern Dienste gestartet. And first thing God laid in my heart. Das erste, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Is the children. Sind die Kinder. Suffering like me. Die gelitten haben, die leiden wie ich. There are so many children around the world. Das sind so viele Kinder auf dieser Welt. That are dying with starvation. Die sterben an Unterernährung. Many could never go to school. Und viele konnten nie zur Schule gehen. And by God's grace. Und durch Gottes Gnade. I started taking care of the children. Habe ich angefangen, mich um die Kinder zu kümmern. This is one of our bases in India. Das ist eine unserer Bases in Indien. And this is one of our 18 churches in the same city. Und das ist eine von 18 Kirchen, die wir in einer Stadt haben. And we planted over 10,000 churches in India. Und wir haben über 10,000 Kirchen in Indien gegründet. And we have trained thousands of people. Wir haben tausende Leute ausgebildet. And that's also an accommodation. Und da hinten wohnen Leute. Next picture. Nächstes Foto. And this is some of the children that stay with us. Das sind einige der Kinder, die bei uns wohnen. That's we don't call orphanage. Wir nennen das kein Waisenhaus. We call children home. Sondern ein Kinderheim. We provide food and accommodation and education. Und wir geben ihnen Essen und Unterkunft und Bildung. All the young people. All die jungen Leute. Please come and visit us in Canada. In India. Bitte kommt und besucht uns mal in Indien. You will see the children. Ihr werdet die Kinder sehen. They all get up at 5 o'clock in the morning. Sie stehen um 5 Uhr morgens auf. The youngest is 3 years. Die jüngsten Kinder sind 3. They kneel down. Die knien sich hin. They lift their hands up. Die heben ihre Hände. And they pray. Und sie beten. And they eat 3 meals a day. Und sie essen 3 Mahlzeiten am Tag. Some of them might have died on the street with starvation. Manche von denen wären vielleicht sonst verhungert. Next picture. Nächstes Foto. And we started a school. Wir haben eine Schule angefangen. We have 750 children studying in our school. 750 Kinder, die in unserer Schule sind. Young people. Ihr jungen Leute. Come, you can work in the school. Kommt, ihr könnt in unserer Schule mithelfen. You can stay with the children. Und ihr könnt die Kinder unterrichten. And actually, come here, girls. We have 2 girls here from America. Kommt mal nach vorne. Wir haben 2 Mädchen mit uns aus den USA. And their parents trusted me. Und ihre Eltern haben uns vertraut. And they gave them to me. Und haben sie mir übergeben. And I brought them to Germany. Und ich habe sie mit nach Deutschland gebracht. And I'm taking them to India. Und dann nehme ich sie mit nach Indien mit. And they will be working with the children. Und sie werden auch in der Schule sein und auch mithelfen. So many Germans came to India. Und ganz viele andere Deutsche kamen schon nach Indien. Canadians. So many countries. Amerikaner, Kanadier, so viele Nationen sind schon zu uns hierher gekommen. 18 and 19. Sind 18 und 19 sind sie. So you guys can come. Also ihr könnt gerne kommen für ein paar Wochen oder für länger. Wenn ihr kommt, it doesn't cost you anything. Es kostet euch nichts. Free food and accommodation. Kostenlos Essen und Unterkunft. Just buy your ticket. Kauft einfach euer Ticket. We will take care of you. Und wir werden uns um euch kümmern. Go sit down, girls. Ja, setzt euch wieder. Next picture. Das nächste Foto. And this is our discipleship training center. Ja, das ist unser Jüngerschaftsausbildungszentrum. You touched my heart this morning, brother. Du hast heute Morgen mein Herz berührt, mein Bruder. You used the words that are my heart. Du hast diese Worte gebraucht, die mein Herz sind. Discipling people. Jünger zu machen. Training leaders. Leiter auszubilden. Entrusting the responsibilities to the younger generation. Und die Verantwortung der jüngeren Generation zu übergeben. When I started Love and Care in Germany. Als ich Love and Care in Deutschland angefangen habe. I was the president. Da war ich der Präsident, der Vorsitzende. Then I told this young man. Dann habe ich diesem jungen Mann gesagt. I said, you are the president. Du bist jetzt der Vorsitzende. You are my boss. Du bist mein Boss. That's the secret. Das ist das Geheimnis. Raising up young men and women. Junge Männer und Frauen hervorzubringen. Is the future of Christianity. Das ist die Zukunft der Christenheit. And then we train pastors. Und dann haben wir Pastoren, bilden wir aus. Und sie gehen und starten Gemeinden. Next picture. This is how we build the churches. So bauen wir die Kirchen. There are so many villages
Christians. Es gibt so viele christliche Dörfer. The church people make that. Und die Gemeinde, die bauen diese Häuser. Next picture, please. And we give them the sheets. Und wir geben ihnen die Dachplatten. 150, 200 people can sit in that room. They all sit on the floor. Ja, 100 bis 150 Leute sitzen in einem so einen Raum. Die sitzen alle auf dem Boden und dadurch passen ganz viele rein. You'll be shocked to know. Ihr werdet schockiert zu sein. You know how much it costs to build a church? Wisst ihr, was es kostet, eine Kirche zu bauen? 500 €. We have more than 10,000 churches. Wir haben mehr als 10,000 Kirchen. Next picture. Going to the villages. Und wir gehen in die Dörfer. Sharing the gospel. Und erzählen von Jesus. Planting the churches. Und starten Gemeinden. Is the vision of Love and Care Ministry. Das ist die Vision von Love and Care. In January every year. Im Januar jedes Jahr. Second week. In der zweiten Woche. We have the children camp. Haben wir ein Kindercamp. We are doing for last 23 years. Die letzten 23 Jahre machen wir die Camps. We have so many Germans come every year. Und so viele Deutsche kamen jedes Jahr. You are welcome to join them. Ihr seid herzlich eingeladen, mit ihnen mitzukommen im Januar. Same principle. Das gleiche Prinzip. Free food. Kostenloses Essen. Free accommodation. Und kostenlose Unterkunft. You can dance and sing with the children. Ihr könnt tanzen und singen mit den Kindern. Do you have it? Oh, babe. You don't have the German song there? Yeah. And just reaching the children at that age. Ja, wir wollen die Kinder erreichen in diesem Alter. You know, your church, ihr Kirche, you're amazing. Ihr seid wundervoll. You are obeying God's promise on your life. Ja, ihr gehorcht Gott. When God saw Adam and Eve, als Gott Adam und Eva gesehen hat, he said, be fruitful, hat er gesagt, seid fruchtbar, be multiply, und vermehrt euch and fill the land. Und füllt das Land. How many children are dedicated one time? Wie viele Kinder wurden heute auf einmal eingesegnet? Woo-hoo. Wie schön! You brothers and sisters, ihr Brüder und Schwestern, you are fulfilling God's call on your life. Ja, ihr erfüllt Gottes Ruf über eurem Leben. Keep doing it. Macht das weiter so. Mamas, get pregnant. Werdet schwanger. Don't stop it. Hört nicht auf. Bring more children. Bringt mehr Kinder in diese Welt. We need more Christian children and young people. Wir brauchen mehr christliche Kinder und junge Leute. When I saw Pastor praying for all the children, als ich Pastor gesehen habe, wie er für all die Kinder betet, man, you're obeying God here. Ja, ihr gehorcht Gott hier. It's a good place to be. Es ist ein guter Platz hier zu sein. Don't stop. Hört nicht auf. We need more Christian families. Wir brauchen mehr christliche Familien. And all the children. Und all die Kinder. They love Jesus. Die lieben Jesus. We will have around 800 to 1,000 children. Ja, 800 bis 1,000 Kinder kommen zu den Camps. For 4 days. Für 4 Tage. They come and stay with us. Sie wohnen bei uns. We give them food and Jesus. Und wir geben ihnen Essen und Jesus. Next picture, please. Nächstes Foto. And I bought this mountain from the government. Ich habe diesen Berg gekauft von der Regierung. All the mountains belong to government. Alle Berge gehören der Regierung. This is for animals. Und damit die wilden Tiere dort leben können und die Pflanzen wachsen können. When I was in Korea in 96, als ich 96 in Korea war, the Lord spoke to me, hat der Herr zu mir gesprochen. Son, build a prayer mount for me. Hat gesagt, mein Sohn, bau einen Gebetsberg für mich. Went back to India. Und ich bin wieder nach Indien. And wrote a letter to the government. Ich habe der Regierung einen Brief geschrieben. I said, I want to buy that mountain. Hab gesagt, ich möchte diesen Berg kaufen. They were shocked. Und sie waren schockiert. They took 7.5 years. 7,5 Jahre hat es gedauert. And they made a decision, und dann haben sie sich entschieden, to sell that mountain, mir diesen Berg zu verkaufen. I bought the mountain for the glory of God. Ich habe den Berg gekauft zu Gottes Ehre. In one of our campuses, in einer unserer Campus, every day we prepare 2,000 meals. Bereiten wir 2,000 Essen jeden Tag vor. A boy dying with no food. Ein Junge, der fast gestorben wäre, weil er kein Essen feeding hat. Thousands of meals around the world every day. Und gibt day. Jetzt tausende Essen aus auf der ganzen Welt. You couldn't believe. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. I bought that mountain. Ich habe diesen Berg gekauft. I wanted to do 5 things on that. 5 Dinge wollte ich auf diesem Berg tun. The on the left side down. Auf der linken Seite. Is a hospital. Ein Krankenhaus. I already built started a hospital. Ich habe schon ein Krankenhaus gestartet. To help moms like my mom. Und Mama, um Mamas zu helfen wie meiner Mama. I don't want die people like that my mom died. Ich möchte nicht, dass Menschen sterben, wie meine Mama gestorben ist. We already have one small one. Wir haben schon ein kleines Krankenhaus. And we train nurses every year. Und wir bilden jedes Jahr Krankenschwestern aus. And this is 100 bed hospital. Und das ist ein Krankenhaus für 100 Personen. On the top of the mountain. Und oben auf dem Berg. Is a prayer mount. 20
24/7 prayer. Es ist ein Gebetshaus, wo 24/7 Gebet sein soll. On the right side, und auf der rechten Seite, home for the mentally disabled children. Ein Haus für geistig behinderte Kinder. Government cannot have any programs for them. Weil die Regierung hat keine Programme für sie. And then a old age home. Und dann ein Altenheim. Like my mom and dad. Wie für meinen Papa und meine Mama. And the staff housing for doctors and nurses. Ja, und dann noch ein Mitarbeiterhaus, wo Mitarbeiter leben können. I'm not here. Ich bin nicht hier. To ask you for money. Um euch um Geld zu bitten. Money is not ministry. Geld ist nicht der Dienst. But we need money for ministry. Aber wir brauchen Geld für den Dienst. We cannot feed so many meals without money. Wir können ohne Geld nicht so viel Essen machen. But God provides amazing. Aber Gott versorgt auf wundervolle Weise. To build a hospital, um ein Krankenhaus zu bauen, it costs only $3 million. Kostet nur $3 Millionen. For the whole project, das ganze Projekt auf dem Berg, it costs 16 million. 16 Millionen. You can pray with me. Ihr könnt mit mir beten. If you have money, wenn ihr Geld habt, don't give me cash. That would be too much to carry. Gebt mir nicht das Bar. Das wäre zu viel für mich zum Tragen. You can transfer the money. Ihr könnt es in der Bank geben. But God is faithful. Aber Gott ist treu. Next picture. Nächstes Foto. This is how the hospital building will look like. Ja, so wird das Krankenhaus aussehen. 3 million. 3 Millionen. So we are ready to go ahead. Wir sind bereit zu starten. Keep praying. Next picture. Bitte betet. This, we are preparing the ground. Ja, wir bereiten gerade die Fundamente dafür vor. The mountain. Wir haben einen Teil des Berges weggenommen. We bought those two machines. Wir haben zwei dieser Maschinen gekauft. God provided his money. Gott hat uns Geld dafür gegeben. And we work. Next picture. Und wir arbeiten daran. This is on the top of the mountain. Das ist oben auf dem Berg. There are some of our pastors. Einige unserer Pastoren praying there. Und beten dort. It's a prayer place. Das ist ein Ort des Gebets. Prayer changes. Gebet verändert. Prayer is powerful. Gebet ist kraftvoll. The prayer we pray on earth. Die Gebete, die wir auf der Erde beten. Bible says, shakes the throne of God. Die Bibel sagt, erschüttert den Thron Gottes. You want to shake the throne of God? Möchtest du den Thron Gottes erschüttern? Kneel down on earth. Knie dich hier auf der Erde hin. That's what I saw in you, my brother. Das ist das, was ich in dir gesehen I habe, saw mein your Bruder. Heart there. Ich habe dein Herz dort gesehen. Thank you. Dankeschön. Call it. Berufung. Clarity. Klarheit. Commitment. Hingabe. Calling and clarity not enough. Berufung und Klarheit sind nicht genug. They both come from God. Die kommen beide von Gott. Commitment is from us. Aber die Hingabe kommt von uns. If Pastor Heinrich is not committed for the call of God, wenn Pastor Heinrich sich nicht hingegeben hätte dem Ruf Gottes, none of us should have been here. Dann wäre keiner von uns heute hier. I should not have been here. Ich wäre heute nicht hier. Call, clarity. Berufung, Klarheit. Commitment. Hingabe. Next picture. Nächstes Foto. Who, I don't know them. Oh, die kenne ich nicht. He's my boss. Er ist mein Boss. Next picture. 2001, we came to Germany. 2001 kamen wir nach Deutschland. You know why? Wisst ihr warum? God showed me a vision. Gott hat mir eine Vision gezeigt. I saw two hands holding the globe. Ich habe zwei Hände gesehen, die Weltkugel halten. Across the globe, I read English word, Jesus cares. Und auf dieser Erdkugel stand auf Englisch Jesus cares. Jesus kümmert sich. I am on Autobahn, right? Auf Autobahn. I am on Autobahn. That's why I'm ja. Learning. Ja, ja. Also ich befinde mich gerade hier auf der Autobahn. Deswegen versuche ich Gas zu geben. Okay, yeah. Leute? I don't want to keep you longer. Ich möchte nicht, dass ihr ganz lange noch sitzen müsst. I know. Germans go by watch. Ich weiß, Deutsche schauen immer auf die Uhr. But I have the watch. You have the watch. Ihr habt zwar die Uhr. But I have the time. Aber ich habe die Zeit in meiner Hand. Okay. Thank you. Also, danke schön. Okay. Did you hear me? Habt ihr mich gehört? You have the watch. Ihr habt die Uhr. I have the time. Aber ich habe die Zeit. In 2009, we started giving hot dogs at Bremen train station. Haben wir angefangen, am Bremer Hauptbahnhof Hot Dogs zu verteilen. Every Saturday. Jeden Samstag. Never stop. Und haben nie aufgehört. Now we do in four different locations. An vier verschiedenen Orten machen wir das. Every week. Jede Woche. By God's grace. Durch Gottes Gnade. And God is still. I saw so many tears there. Ich habe so viele Tränen dort gesehen. Brothers. Brüder. Whether you're white or black or brown, ob ihr schwarz, weiß oder braun seid, we are all created in the image of God. Wir sind alle geschaffen im Ebenbild Gottes. And God loves us. Und Gott liebt uns. Jesus died for all of us. Jesus für uns alle gestorben.
I saw so many broken people there. Ich habe so viele zerbrochene Menschen dort gesehen. First time when I started, das erste Mal, als ich angefangen habe, they asked me, why am I doing it? Da haben sie mich gefragt, warum machst du das? They know I'm a brown boy. Sie wissen, ich bin ein brauner Junge. And they know I'm not a German. Sie wissen, ich bin kein Deutscher. They asked me, why are you doing sie haben it? Mich gefragt, warum machst du das? Only answer I have, die einzige Antwort, die ich habe, ist, I love you because Jesus loves you. Ich liebe euch, weil Jesus liebt euch. When I first time, Pastor, als ich das erste Mal, Pastor, we started giving hot dogs, die Hot Dogs verteilt habe, first time, das erste Mal feeding white people, weißen Menschen Essen gegeben habe, my whole body started shivering. Da hat mein ganzer Körper gezittert. I'm like, ich dachte mir, I couldn't believe what I was doing. Ich konnte nicht glauben, was ich tue. When I gave them the hugs, als ich ihnen Umarmung gegeben habe, sometimes they are stinky, manchmal sie haben sehr gerochen, they don't shower, die duschen nicht oft. But when I give them a hug, aber wenn ich sie umarme, I saw tears rolling down from their eyes. So viele Tränen gesehen, die aus ihren Augen kamen. Love has no boundaries. Liebe hat keine Grenzen. The need of the hour around the world, die Not der Stunde aus der ganzen Welt ist Liebe and acceptance und Annahme. God loved us. Gott hat uns geliebt. God accepted us as we are. Gott hat uns angenommen, wie wir sind. When we are wretched sinners, als wir verlorene Sünder waren, God accepted us. Hat Gott uns angenommen. What would stop us? To love the people around us and accept them, hug them. Was würde uns abhalten, andere Menschen zu lieben und sie anzunehmen, sie in den Arm zu nehmen? Next picture, please. Nächstes Bild. Yeah, this is in Barsum. Next picture. Ja, das ist ein weiterer Ort in Barsum. And then, this is God gave us this property here. Gott hat uns dieses Grundstück gegeben. In 2014. 2014. 10 years now. Jetzt 10 Jahre. We have a celebration, Pastor. Am Freitag haben wir eine Feier, Pastor. Please come. Bitte komm um 19 Uhr. 10 years celebration. 10 Jahre Bethany Revival Center. Yeah, that was the old barn. Das war eine Scheune früher. I can't explain everything. Ich habe jetzt nicht die Zeit, alles zu erzählen. Because I'm not Joshua to stop the watch. Weil ich bin nicht wie Joshua. Ich kann leider die Uhr nicht anhalten. I'm his father. Ich bin jetzt ein Pater. And I also get hungry. Und ich werde auch hungrig. Yeah, I need to go eat. Ich muss auch was essen. Yeah, And this is the church there now. Da ist die Kirche jetzt. Next picture. Nächstes Foto. This is the children camp. Ja, genau. Kindercamp, Jugendcamp. Next picture. The youth camp. They come and stay there in the tents. Ja, die kommen. Ihr wart auch da. They were also there, many of them, for the camp. Victoria was there. She was cooking. Who were there? Wer von euch war bei den Camps gewesen? Danke, 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 danke. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you for coming. Danke, dass ihr gekommen Do seid. Do it here. Macht auch hier We Camps. We need to reach the children Wir and the youth. Kinder und Jugendliche erreichen. Hey, hey, hey. Next. These are children. Yes. Keep going. Weiter geht's. Nächstes Foto. Keep going. Weiter geht's. This is Switzerland. Das ist die Schweiz. You want to tell me one important thing? Wollt ihr, dass ich euch etwas Wichtiges sage? That boy is a Swiss boy. Dieser Junge ist ein Schweizer Junge. 2023. He came to India. Kam nach Indien. In January. Im Januar. For our children camp. Zum Kindercamp. And that girl is from America. Und dieses Mädchen ist aus den USA. And she came for the children camp. Und sie kam auch zum Kindercamp. And they met there first time. Und sie haben sich zum ersten Mal gesehen. And I asked that boy. Und ich habe diesen Jungen gefragt. Hey, do you like Lydia? Und ich habe ihn gefragt, magst du Lydia? He said yes, uncle. Er sagt ja. And I asked Lydia. Ich habe sie gefragt. Hey Lydia, do you like that boy? Magst du diesen Jungen aus der Schweiz? She said yes, uncle. Sagt ja. Do you want to marry? Wollt ihr heiraten? Yes, uncle. Ja. In my office. In meinem Büro. I said kneel down. Ich gesagt, kniet euch hin. And we prayed for them. Wir haben für sie gebetet. In February, im Februar, they were engaged in Barsum, in Germany. Haben sich in Deutschland in Barsum verlobt. In June, und im Juni, they pre-married in Switzerland. Haben sie eine Vorhochzeitsfeier in der Schweiz gehabt. In July, und im Juli, they married in America. Dann die richtige Hochzeit in den USA. 1 year ago, vor einem Jahr, now she's pregnant. Jetzt ist sie schwanger. They were obeying God's call. Die gehorchen Gottes Ruf. Be fruitful and multiply. Ja, seid fruchtbar und vermehrt euch. And now, they are our leaders in Switzerland. Das sind unsere Leiter in der Schweiz. Girls, Mädchen and boys, und Jungs.
If you have a problem finding a wife and husband, wenn ein Problem ist, einen Mann oder eine Frau zu finden, come to uncle. Komm zu Onkel. We'll take care of you. Wir werden uns darum kümmern. We'll find the right people for you. Wir werden die richtigen Leute für euch finden. Next picture. Nächstes Foto. That's the, our church in Switzerland. Das ist unsere Kirche in der Schweiz. You are welcome to go there. Ihr seid herzlich eingeladen, dort mit hinzukommen. We are also giving hot dogs there. Next picture. Wir machen dort auch Outreaches. Yeah, that's what we do. Next picture. Nächstes Foto. Next picture. Nächstes Foto. In four places. An vier Orten. In Switzerland. In der Schweiz. We do that. Machen wir das. But you know one of the things? Aber wisst ihr eine der Sachen? When the war started in Ukraine, als der Krieg in der Ukraine angefangen hat, our team from Switzerland went to Romanian border. Team aus der Schweiz ist an die rumänische Grenze gefahren. And they gave every day und sie haben jeden Tag the hot dogs verteilt, the drinks, und Getränke, the water, Wasser, coffee and food. Kaffee und anderes Essen. You would not believe, wir werden nicht glauben, how many thousands they gave. Wie viele Tausend haben die gegeben? 80,000. In 6 months, they gave 80,000 hot dogs at Romanian border for our Ukrainian brothers and sisters. Ja, an der ukrainisch-rumänischen Grenze haben sie innerhalb von 6 Monaten 80,000 Hot Dogs verteilt an die ganzen Leute, die aus der Ukraine geflüchtet sind. We sent medicines and the food into Ukraine. Ja, wir haben Medizin und Essen in die Ukraine geschickt. In Balsam. In Basum haben wir Essen gepackt dafür. We had 11 of them. Und 11 Leute haben bei uns gewohnt in Basum. And then some of them found places. Und jetzt leben sie an verschiedenen Orten. We still have some of them with us. Und 2 wohnen immer noch bei uns. They are our brothers and sisters. Das sind unsere Brüder und Schwestern. They are hurting and going through pain. Sie sind verletzt und haben so viele Schwierigkeiten im Moment. Thank you, Pastor, again. Thank you, congregation. Danke, Pastor. Danke euch allen. You have 30 of them here. Ihr habt 30 hier. God bless you guys. Gott segne euch. That's how God, that's where God called us. Ja, dazu hat uns Gott gerufen. And even the Prime Minister of Romania came to the border to thank our team for helping the Ukrainian brothers and sisters. Ja, der Premierminister von Rumänien kam an die Grenze, um dort sich bei unserem Team zu bedanken für die Arbeit, die sie machen. Keep going. This is America. Das ist die USA. And if you want to go to America, wenn ihr nach Amerika gehen wollt, you have a place to stay. Ihr habt einen Ort zum Schlafen. You have a food to eat. Und Essen zu essen. Kein Geld. No money. Free. Kostenlos. Those are our buildings in America. Das sind unsere Gebäude in den USA. Next picture. Nächstes Foto. That's our church in America. Das ist unsere Kirche in den USA. Next picture. Nächstes Foto. That's inside. Das ist innen drin. And we do tent meetings there. Wir haben dort auch Zeltevangelisationen gemacht. In September we have tent meetings. Im September werden wir es wieder haben. Next meet. This in Wichita. Das ist aus Wichita. We also give hot dogs in Wichita. Dort verteilen wir auch Hot Dogs. Next picture. Nächstes Foto. This is a park, bad area. Ja, das ist eine sehr heruntergekommene, ja, Gegend in den USA. If you Google Wichita, Kansas, wenn ihr Wichita, Kansas googelt, and if you Google Broadway, und Broadway googelt, that's all the hurting people. Das sind alle Menschen, die zerbrochen sind. Homeless, drug addicts, alcohol. Obdachlos, drogenabhängig, Alkoholiker. I don't want to say that that's all prostitution area. Ja, so viel Prostitution dort. But God is touching those lives. Aber Gott berührt dort die Leben der Menschen. Calling. Er ruft. Clarity. Gibt Klarheit. Commitment. Hingabe. Confirmation. Und Bestätigung. When God calls you. Wenn Gott uns beruft. This is the proof. Das ist der Beweis. This is the confirmation what God can do. Eine Bestätigung von dem, was Gott tun kann. This is in Canada. Und das in Kanada. That's Monica's sister and brother-in-law. Monikas Schwester und ihr Bruder. He's a German guy. Und da ist ein Deutscher, der hält das Schild hoch. Ja, we give hot dogs, we distribute clothes there. Wir verteilen auch dort Hot Dogs und geben Essen aus und Kleidung. And we actually the building behind them. Und das erste Gebäude, was ihr seht hinter dem Zaun, is our building. Das ist unser Gebäude. You see the height? Und das zweite Gebäude dahinter, wo man nur die Spitze sieht. We bought that building 8 years ago. Dieses Gebäude konnten wir vor 8 Jahren kaufen. And the small building there. Und das kleine Gebäude eben vorne. We bought it last month. Das haben wir letzten Monat kaufen können. And then there's another building. Und da ist noch ein Gebäude. Next picture, please. Nächstes Foto. Yeah, that's the two buildings. Das sind die beiden Bilder. And we are buying. Next picture, please. This is the basement. We changed it to be a church. Ja, da haben wir jetzt die Gottesdienste drin. Wir haben das renoviert. Ihr Deutschen, danke schön.
If you know how to use your hands, wenn ihr wisst, wie ihr eure Hände gebrauchen könnt, we need teams to come to Canada, wir brauchen Teams, die nach Kanada kommen, to renovate the buildings. Um die Gebäude zu renovieren. Oh ja. Now oh, ja. That's how it looks like. Next picture, next picture, next picture, next picture. Oh, okay. We have another building opposite to us. Also, wir haben noch ein Gebäude in Kanada gegenüber von den zwei, die ihr gerade gesehen habt. We also bought it. Das konnten wir auch kaufen. With kind Geld. Ja, ohne Geld. When we said we want to buy it, als wir gesagt haben, wir wollen das kaufen, we have no money. Da hatten wir kein Geld, wirklich. But God has money. Aber Gott hat Geld. And somebody told me, und jemand hat mir gesagt, that cost 220,000 Canadian dollars. Das kostet 240.000 kanadische Dollar. And I said, yes. Und ich habe gesagt, ja, das möchten wir kaufen. One of the German who was there, und ein Deutscher, der da war, sagte, she came to me and said, und sie hat gesagt, I will give you 30,000 euros. Ich werde dir 30.000 Euro geben. She said, my grandmother gave me. Sie hat gesagt, sie hat mir meine Großmutter gegeben. I don't need it. Ich brauche es nicht. It is sitting in the bank. Das sitzt die ganze Zeit in I der can Bank. Give you for that building. Ich kann dir diese 30.000 Euro für das Gebäude geben. 30.000 Euro, 30.000 Euro is 45,000 Canadian dollars. Sind 45.000 kanadische Dollar. I told the owner, und ich habe dem Besitzer gesagt, I will give you 100,000, ich gebe dir 100.000 Dollar. And can you self-finance it? Und können wir den Rest über die nächsten Monate und he said yes. Aber er hat ja gesagt. So that's our building now. Also jetzt gehört uns das Gebäude. And the team is coming from Germany, und ein Team kommt aus Deutschland, to renovate that in October. Und wird das im Oktober renovieren. If you have a vacation in October, also wenn ihr Ferien habt im Oktober, talk to this guy. Dann redet mit diesem Typ. You can come to Canada. Dann könnt ihr nach Kanada kommen. Canada is a beautiful country. Kanada ist ein schönes Land. We'll take you on the boat. Wir werden euch mit auf ein Boot nehmen. It could be your vacation time. Das kann auch euer Urlaub sein. They have 100,000 lakes in Manitoba. Die haben 100.000 Seen in Manitoba. Our friend has the boat. Und unser Freund hat ein Boot. We will take you on the boat. Und wir werden euch mit auf ein Boot we nehmen. Will show you the places. Und euch diese Orte zeigen. We will also put you to work. Und wir werden euch auch arbeiten lassen. Arbeit. 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 This is Madagascar. Das ist Madagaskar. And that's a prison. Und das ist ein Gefängnis. There are 1,000 prisoners. Das sind 1,000 Gefangene. One campus. Ein Campus. Men, women, children. Männer, Frauen und Kinder. They invited us to go inside. Und wir haben uns eingeladen, reinzugehen. I preached the gospel. Ich habe dort das Evangelium gepredigt. Shared my testimony. Und mein Zeugnis geteilt. I asked the prisoners, how many of you want Jesus? Und ich habe die Gefangenen gefragt, wie viele von euch wollen Jesus? You not believe, my ihr werdet es nicht glauben, Freunde. 800 people raised their hands. 800 Leute haben ihre Hände gehoben. And we distributed the Bibles. Next picture. Und wir haben Bibeln ausgeteilt. We bought 3,000 Bibles there. Und wir haben so viele ja, Bibeln verteilt, 3,000 and we Stück. Distributed Bibles to all of them. Und haben allen Bibeln verteilt. And then the prison authorities came. Und dann kamen die Leiter des Gefängnisses. He said, can you build us a church in the prison? Und haben gefragt, könnt ihr eine Kirche für uns im Gefängnis bauen? What do you think I said? Was denkt ihr, was ich gesagt habe? Ja oder nein? Ja oder nein? I said, yay! Ich habe gesagt, jawohl! When we were there, als wir dort waren, we laid the foundation stone. Haben wir einen Grundstein gelegt. In 3 months, innerhalb von 3 Monaten we built the church, haben sie dieses Gebäude gebaut. In the dirty prison, beautiful church. Im dreckigen Gefängnis eine schöne Kirche gebaut. And all the prisoners go to church there. Und alle Gefangenen gehen dort zur Kirche. Oh, yeah. Show the next picture, please. Das nächste Foto, bitte. Oh, man. Okay. They're all in the... worshiping. We went there. Also wir waren dort und haben mit ihnen Gottesdienst gefeiert. And we started a hospital in Madagascar. Und wir haben ein Krankenhaus in Madagaskar angefangen. Next picture. Das nächste Foto. This is the hospital. Next picture. Das ist das Krankenhaus. And when we went there last time, und als wir das letzte Mal hingegangen sind, we had the crusades. Da hatten wir Evangelisation. The president of the Madagascar came for our crusades. Und der Präsident von Madagaskar kam zu unserer Evangelisation. You recognize this guy? Erkennt ihr diesen Mann? He is a Lutheran church pastor. Er ist ein lutheranischer Pastor in Bremen. Pastor Rüdiger from Bremen. Pastor Rüdiger aus Bremen. He and his wife are also with us. Und seine Frau, sie waren auch mit uns. And it's amazing to see.
Und es war wundervoll zu sehen. In Sierra Leone. We started work there. Da haben wir auch eine Arbeit angefangen. Next picture, we have the schools there. Wir haben dort Schulen. Nächstes Foto. This is Sierra Leone, Freetown. Das ist Sierra Leone in Freetown. That's our base. Das ist unsere Base dort. Next picture. Nächstes Foto. We have 13 schools. Wir haben 13 Schulen dort. Next picture. Nächstes Foto. I met the president of the country. Ich habe den Präsidenten des Landes kennenlernen dürfen. A Christian, ein Christ. In a Muslim country. In einem muslimischen Land. A Christian was became a president because of what we did for the country. Ja, ein Präsident, der ist Präsident geworden, weil wegen dem, was wir für dieses Land getan haben. We distributed 100,000 eyeglasses for free. Wir haben 100,000 Brillen dort kostenlos verteilt. We did medical camps there. Und haben medizinische Einsätze dort gemacht. Love in action is the important part of it. Ja, Liebe in Aktion, das ist das Wichtige. I can tell you God loves you. Ich kann euch sagen, Jesus liebt euch. But when I show, like missionary who showed me, aber wenn ich euch zeige, so wie mir der Missionar das gezeigt that's hat, powerful. Dann hat das Kraft. When I went to his office, und als ich in sein Büro kam, I was walking on the red carpet, ich bin auf dem roten Teppich gegangen, untouchable boy, ein unberührbarer Junge, dying with starvation, der starb von Hunger, walking on the red carpet, auf dem roten Teppich gegangen. All the, that was the president's palace. Ja, das war das, das Palast des Präsidenten. And all the securities, und alle Security-Leute, they were like saluting me. Die haben mich salutiert. My body was shaking inside my pant and my shirt. Mein Körper hat geschüttelt in meiner Anzug. The boy who knows no love. Der Junge, der keine Liebe kannte. No respect. Und kein Respekt. No honor. Keine Ehre. Being honored because of Jesus. Wurde geehrt wegen Jesus. Friends. Freunde. I want to be a donkey for Jesus. Ich möchte ein Esel sein für Jesus. I want to carry. That's all I want. Ich möchte Jesus tragen. Das ist alles, but was ich will. Wherever we carry Jesus. Wo auch immer wir Jesus hintragen. They honored donkey that day. An diesem Tag haben sie oder sie ehren den Esel, auf dem Jesus sitzt. They removed their clothes and put it under the feet of donkey. Erinnert ihr euch damals? Sie haben dem die Esel haben sie hingelegt, die Kleider, dass der Esel drüber laufen konnte. Why should you invite me? Warum solltet ihr mich einladen? It's because of Jesus. Wegen Jesus. I can show you a lot of stuff. Ich kann euch viele Sachen zeigen. But what I was trying to tell you. Aber was ich euch versucht habe zu sagen. Calling. Berufung. Commitment. Hingabe. Clarity. Klarheit. And the confirmation. Und Bestätigung. These are all the confirmation of God's call. Alles die Bestätigung von Gottes Berufung. On my life. Von meinem Leben. I met the presidents of the countries. Ich habe Präsidenten der Länder kennengelernt. I'm honored even in India. Ich werde geehrt selbst in Indien. The high-ranking politicians. Viele hochrangige Politiker. They come to my office. Die kommen in mein Büro. They want me to bless them. Und wollen, dass ich für sie bete. We also have a lot of persecution. Wir haben auch viel Verfolgung in Indien. I have broken head. Ich habe gebrochene Knochen im Kopf. I was torn for preaching Jesus. Ich wurde gesteinigt dafür, dass ich Jesus predige. Broken bones. Ja, mit 6 Stichen genäht und auch gebrochene Hand. 3 of our pastors are being killed. 3 unserer Pastoren sind umgebracht worden. Many churches are being burned. Und viele Kirchen wurden verbrannt. Me and my wife should have died long time ago. Meine Frau und ich werden schon lange tot sein sollen. One time they put gun to my head. Einmal haben sie mir eine Waffe an den Kopf gehalten. They asked me, decide what you want. Haben gesagt, entscheide dich, was du willst. Do you want Jesus or do you want your life? Oder dein Leben? What do I do? Was mache ich da? I told to Jesus. Ich habe Jesus gesagt. Till the last breath of my life. Bis zu meinem letzten Atemzug. I will believe in you. Werde ich an dich glauben. And I will tell my people that. Werde meinem God. Volk sagen, dass du Gott bist. I couldn't answer them immediately. Ich konnte ihnen nicht direkt antworten. 5 people came. 5 Leute waren da. These are all the communists. Alles Kommunisten. 2 of them were trained by me. 2 von denen habe ich ausgebildet. Finally they said. Und da haben sie gesagt. We have to take you to the leadership. Wir müssen dich zu unseren Leitern zurückbringen. Either you are dead body. Entweder tot. Or you alive. Oder du lebendig. They said, decide what you want. Entscheide, was du willst. I know those are the last moments of my life. Ich weiß, die letzten Momente meines Lebens. I didn't answer them immediately. Ich habe nicht sofort geantwortet. I looked into their eyes. Ich habe in ihre Augen geschaut. I said, guys. Ich habe gesagt, Jungs. I would rather die than to give up on my Jesus. Ich würde lieber sterben, als Jesus aufzugeben. His hand started shaking. Und seine Hand hat angefangen zu zittern. The gun fell down. Die Pistole ist auf den Boden gefallen. 2 of them knelt down, gave their hearts to the Lord. 2 von ihnen haben sich hingekniet, ihre Herzen Jesus gegeben. As your brother in the Lord. Also euer Bruder im Herrn. I have one prayer request. Ich habe ein Gebetsanliegen. Church in India.
Die Gemeinde in Indien is going through a lot of persecution erlebt now. Viel Verfolgung im Moment. Lot of persecution. Sehr viel Verfolgung. You cannot even imagine. Ihr könnt euch das nicht mehr vorstellen. Burning churches. Viele Kirchen werden verbrannt. Killing pastors. Pastoren werden umgebracht. Beating them up. Und sehr geschlagen. But God is good. Aber Gott ist gut. Gospel will never be stopped. Das Evangelium wird nicht aufhören. Calling. Berufung. Clarity. Klarheit. Commitment. Hingabe. Confirmation. Und Bestätigung. We love you. Wir lieben euch. Because God loves you. Weil Gott euch liebt. Germany needs Europe. Germany needs Jesus. Deutschland braucht Jesus. Europe needs Jesus. Und Europa braucht Jesus. I don't know if you know this. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Europe is the darkest continent for the gospel today. Europa ist heute der dunkelste Kontinent für das Evangelium. Not Africa. Nicht Afrika. Not Asia. Nicht Asien. Europe. Europa. But German brothers and sisters, aber deutsche Brüder und Schwestern, God had chosen your country. Gott hat euer Land auserwählt. That's why he raised Martin Luther. Deshalb hat er Martin Luther hergebracht, because of your hervorgebracht, country, aus eurem Land. Gospel went around the world. Und ist das Evangelium um die ganze Welt gegangen. The spiritual revolution started in this country. Ja, die geistliche Reformation hat in diesem Land angefangen. I'm closing in 2 minutes. In 2 Minuten bin ich zu Ende. This is German time. Deutsche Zeit. Ja, oh ja. Oh ja. 2007. God spoke to me. Hat der Herr zu mir gesprochen. He said, I will send revival in Germany. Gesagt, ich werde Erweckung in Deutschland schenken. And Germany will touch Europe again with the gospel. Und Deutschland wird Europa wieder mit dem Evangelium erreichen. It's God's promise. Es ist Gottes Versprechen. It's God's time for Germany. Und es ist Gottes Zeit für Deutschland. Don't be satisfied coming to church. Es gebt euch nicht damit zufrieden, einfach nur zur Kirche zu kommen. Preach gospel. Predigt das Evangelium. Through your word. Durch eure Worte your life, und durch euer Leben. Show the love of God, zeige die Liebe Gottes to the people around you, auf den Menschen um dich herum. And God is calling you, und Gott ruft dich. God brought me here, that's why, Gott hat mich hierher gebracht, to challenge you, um euch herauszufordern, to see the clarity in God's call on your life, um Klarheit zu bekommen über Gottes Berufung über eurem Leben, and to commit yourself to the call of God, euch hinzugeben dem Ruf Gottes, to go to the Europe, um nach Europa zu gehen, nations, um in die Nationen zu gehen, you, wo auch immer Gott dich hinruft, you, was auch immer Gott möchte von dir, go, zu gehen, and preach the gospel, das Evangelium zu predigen, and make disciples of all nations, und Jünger zu machen von allen Nationen. My 2 minutes is over. Did it finish? I think you have maybe 40 seconds. Oh, you said 40 seconds. There's a okay, watch. Can you guys come up here? Okay, könnt ihr ganz schnell nach vorne kommen? And I have a family that came from Canada with me. Ich habe eine Familie aus Kanada hier dabei. I brought them here. Ich habe sie mitgebracht. To show what God is doing. Um zu zeigen, was Gott tut. This is part of Love and Care team there. Sie sind Teil von Love and Care in der Kanada. And they go every Friday to give hot dogs to the people und sie there. Verteilen jeden Freitag Hot Dogs dort. Some of the pictures you saw in Canada. Ein paar Bilder aus Kanada, die ihr gesehen habt. Yeah, you didn't see his bald head because he puts the hat on. Ja, da habt ihr nicht seine Glatze gesehen, weil er einen Hut trägt. So he doesn't have a hat. That's why you didn't recognize him. Ja, deswegen habt ihr nicht erkannt, weil er dort eine Mütze getragen hat. Ein ganz wundervolles Ehepaar. Jesus with all their heart. Sie lieben Jesus von ganzem Herzen. And that's how I do the discipleship. So mache ich Jüngerschaft. I take them with me. Ich nehme sie mit mir. I can't say this word in the mic. Ich kann das nicht ins Mikro sagen. To prepare them for Jesus. Um sie jetzt vorzubereiten für Jesus. Okay. Thank you again. Also vielen, vielen Dank euch. Thank you, thank you, thank you. God bless you. Gott segne euch. Yeah. The video is there. Oh, 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 oh. Okay, can you play the video? That's 1.5 minutes. Das ist ein 1.5 Minuten Video. Ja, das ist das Kindercamp in Indien. Da sind die ganzen Ausländer aus USA, Kanada, Deutschland. Und da sind die ganzen Kinder. Und dann macht jedes Team macht immer ein Lied. Und dann wird getanzt und gesungen und das ist großartig. Also ihr müsst auch ein Lied mitbringen, wenn ihr kommt. While the video is going on. Ich glaube, es ist okay. Michael, Christian, komm. Christian, Michael kommt auch nach vorne. Annelie.
They also came with us. These are also our leaders there in Bassum. Sie sind auch mitgekommen. Das sind auch unsere Leiter in Bassum. And you guys know them. Ihr kennt die schon. And these are, they take care of the youth. Die kümmern sich um die Jugend. They do all things. Und alles andere auch. They are part of the worship team. Sie sind Teil des Lobpreisteams. They are part of the youth team. Teil des Jugendteams. And, oh man, he's the technical boy. Und er ist ein technischer Junge. And there are so many things in this brain. Und da sind so viele Dinge in diesem Gehirn. We are lost without this boy. Und ohne diesen Jungen sind wir verloren. And she did her masters. Und sie macht ihren Master jetzt. But she also loves Jesus. Aber sie liebt auch Jesus. If you give them guitar, wenn du ihnen eine Gitarre gibst, drums and mic, und ein Schlagzeug und ein Mikro, you may have to stay here all day. Dann müsst ihr vielleicht den ganzen Tag noch hier bleiben. That's why I did not give them that. Deswegen habe ich sie nicht auf die Bühne gerufen. And he plays the drums. Er spielt Schlagzeug, he guitar, und die Gitarre, he sings songs, und er singt, he leads worship, und leitet den Lobpreis. And this girl is amazing girl. Und dieses Mädchen ist ein wundervolles Mädchen. We are praying for a husband for her. Und wir beten für einen Ehemann für sie. Godly girl. Ein so gottesfürchtiges Mädchen. Come on, boys. Come on, Jungs. Come and meet me later. Ja, kommt und redet mit mir später. And this is so wonderful. So raise up young men and women as a leaders for the future kingdom. So wunderbar, junge Männer und Frauen vorzubereiten, als Leiter auszurüsten für das Königreich Gottes. Okay. Okay. Danke schön. Take my mic before I. Thank you. Erinner du uns, lass uns nichts davon vergessen, lass uns wirklich an dem Gedanken dran.